Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl und ich begrüße euch recht herzlich im Ranked. Wir spielen mit unserem Cheap Mage, weil wir nämlich noch eine Quest offen haben. Und letztes Mal haben wir ja leider eins verloren, eins gewonnen. Sind aber dann wieder auf demselben Rang wie vorher, logischerweise. Und hoffen einfach mal, dass wir jetzt weiter uns Richtung Legend hochpushen können. Ja, hahaha. Oh, gegen Alex Killer, Junge. Das ist gefährlich, passt auf. Ja, okay. Keine so geile Starthand. Ich hätte gern die zwei weg. Eine Arkane Intelligenz kann man immer auf der Hand behalten. Das ist eigentlich nie schlecht. Haben zwei gute Einzel-Startkarten. Gegen den Paladin, der hat nichts, was er direkt... Oh, wow. Endlich mal jemand, der grüßt. Hallo. Er hat keine so gute Startkarten, die er gegen unseren... Einser anwenden könnte. Okay, der ist jetzt doch ein bisschen gefährlich eigentlich. Aber ich hätte mal gesagt, wir machen uns da keinen Kopf und spielen 1-2. Nee, lohnt sich das bei uns? Nee, ich hätte mal gesagt, komm. Bye, bye. Jetzt muss ich mal kurz hier rausklicken. Zack. Okay. Hat funktioniert, Gott sei Dank. Ich habe schon die Angst gehabt, dass es mein ganzes Programm verhaut. Nein. Oh, der Knife Juggler. Junge, den können wir jetzt gebrauchen. Zack, zack. Hier in den. Komm, hier in den. In den hier. Ah, shit. So war das nicht geplant. Jetzt haut es sicherlich sein... 1-1er in... Würde ihn buffen? Nee. Oh, shit. Okay. Boah, hätte da den Knife Juggler noch gehabt. Das wäre echt böse gewesen. Wir müssen hier jetzt mal ein bisschen aufräumen. Aber ich hätte einfach gesagt, wir machen ihm weiter Schaden ins Gesicht mit unserem Viechelchen hier. Ah, Consecration. Ach, Mann. Okay, kann mich da natürlich legen. Muss aber mit dem Minion machen, nicht, dass er eingefroren wird, oder? Ja. Okay, macht mir noch zwei Schaden. Ah, ich weiß nicht, ob ich dafür das Consecration rausgehauen hätte. Das scheint mir immer so ein bisschen rausgeschmissene Mana teilweise. Okay, wir ziehen zwei Karten. Oh, die Arcane Missiles sind jetzt natürlich richtig geil. Die hauen wir mal auch noch raus. Damit haben wir jetzt seinen Einser gelegt. Er kann uns nur einen Schaden machen und würde dann noch zusätzlich drei fressen. Außer er hat seinen Hammer of Wrath. Der würde natürlich gleich unseren Mana-Wurm picken. Ah, kein Hammer of Wrath. Nein! Nein! Tu's nicht! Ja, okay, da ist er noch. Reinforced. Okay, dann müssen wir jetzt mal schauen. Wir haben Arcane Missiles. In der Hoffnung, dass er jetzt trifft. Eins, zwei, noch... Da drauf, nicht auf die anderen. 5, das heißt, wir spielen ihn hier und ihn hier, dass wir Karten ziehen. Und gehen ihm mit 4 ins Gesicht. Ziehen jetzt 2 Karten. Let me get that for you. Thank you very much. Jeeves. Okay, jetzt legt er... Ah, Slugbearer. Nicht schlecht. Jetzt wird er höchstwahrscheinlich mit seinem... mit seinem 4-3er auf mein 4-3er gehen. Okay, nee, er geht auf meinen Jeeves. Ha, das sieht doch ganz nett aus. So. Weg damit. Und so. Ah, oh, das war jetzt eigentlich rausgeschmissen, weil ich theoretisch hätte ich ihn töten können. Nein! That was a mistake. I'm sorry. Das war wirklich ein Mistake. Ich hätte ihn töten können. Ach, shit. Habe ich nicht aufgepasst?
Ah ja, passiert mal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn auch noch so down. Okay, er verpasst ihn. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ja, der hat er zu schnell reagiert, so wie es aussieht. Trotzdem, well played, mein Freund. Aber nicht mal well played sagen, hey da, Alex Killer. Und damit haben wir noch eine Runde gewonnen. Jawohl. War aber trotzdem nicht so gut, wie ich hier so mir gedacht habe, weil theoretisch hätte ich mit dem Feuerball ihm ins Gesicht gehen müssen. Dann hätten wir schon fast Liefel gehabt. Naja, was soll es? Wir haben trotzdem gewonnen. Und wir steigen weiter in der Ladder auf. So, und das kann ich jetzt ja mal erwähnen. Ich bin sponsored von mir. Mein Name ist Scrawl. Ihr könnt mich gerne unterstützen. Nein, ich habe keinen Sponsor und das ist auch gut so. Ich tue das alles nur für euch. Und hier unser MacMookie da unten. Der geht die ganze Zeit on- und offline. Das geht mir schon ein bisschen auf die Nerven. Spaß. Grüße an dich. Guter hier. Gar nicht online, okay. Guter MacMookie. So, wir spielen gerade mal hier unseren Zack raus und beenden unseren Zug. Mal gucken, was unser Hexenmeister, gegen den wir spielen, und erstmal grüßen, darauf erwähnen wird. Er spielt einen Live-Tab. Oh, ich würde jetzt so gern so viel raushauen, aber das wäre nicht gut. Es wäre nicht gut. Deswegen spielen wir den Checker. Hearthstone ist wirklich ein Spiel, das man mit hoher Aufmerksamkeitsgabe spielen muss. Okay, er hielt sich. Den werde ich dann erstmal wegpushen hier. Oh, er hat sich auch gleich wieder zwei Schaden gemacht. Er versucht wahrscheinlich so viele Karten wie möglich zu kriegen, gerade durch, dass er, wie heißt es nochmal? Es ist wahrscheinlich ich bin gerade noch bei den WoW-Zeiten, bei Dotlock und so. Was gibt's nochmal? Zoo und... Shit, mir fallen die anderen Namen nicht mehr ein. Boah, das gibt's doch nicht. Aber ich frag mich, warum er sich so krass hielt. Das macht doch... Das macht doch gar keinen Sinn. Fene, brauch mal was dagegen. So. Ah, ich weiß nicht, ob ich den Coin jetzt, den Leprognome jetzt noch spielen soll. Weil nächste Runde kann er theoretisch sein Ding raushauen und das wäre gar nicht geil, finde ich. Deswegen behalten wir den jetzt lieber noch eine Runde, den Leprognome, dass wir wenigstens etwas auf dem Feld haben können. Gleich, wenn er sein Hellfire ausspielt. Okay. Er zieht mein Jugger, meinen Snow Jugger. Jetzt können wir wirklich hier erstmal gucken. Was sagen denn meine... Oh, wow! Junge, das waren die besten, die ich je gesehen habe. Scheiße waren die! So, dann gucken wir mal. Spielen den hier aus. Warte mal. 3. 4, 5. 3. Dann hat er 4, 5. 6, 7. 10. 13. Fast Liefel. Ja. So. 5, 2, 3, 3. Und wenn ich jetzt beide unsere Gnome töte, dann hat er eigentlich so schon verloren. In der 5. von ihm 6. Runde haben wir ihn so gut wie gelegt. Nein. Obwohl. Eigentlich egal, ich kann eigentlich meine beiden Torns, Lepra-Gnome reinhauen und dann hat sich das erledigt. Geben wir ihm ein freundliches Well played und er hat schon gesehen, dass er nichts mehr machen kann. Und das war eine schnelle Runde und Winstreak Bonus Star! Sind Stufe 18 mit 2 Sternchen mit unserem Mage und haben die Quest endlich beendet. 10 Ocken noch dazu.
27 von 40, hätte ich mal gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen hübschen Gefällt mir Daumen da. Schreibt was Schönes in die Kommentare und ja, wenn ihr mal Bock habt, eine Runde zu spielen, könnt ihr mich gerne in YouTube anschreiben, per Private Message oder halt über Twitter. Das wäre Twitter-ScrollLP. Guckt einfach unten in der Beschreibung, da ist das auch verlinkt. Und ja, wie gesagt, schreibt ein schönes Kommentar, macht ein schönes Abo drunter und man sieht sich hoffentlich in einem anderen Let's Play oder im nächsten Let's Play. Mein Name ist Scroll. Bis die Tage. Tschüss.